Auch in der sechsten Runde gab es Schach vom Feinsten. Ich habe mich in der Videoanalyse für die Partie zwischen Wladimir Kramnik und Wassili Iwanschuk entschieden. Kramnik mit den weißen Steinen und er begann mit D4, Springer auf F6, C4, E6, Springer auf F3, D5, G3, Läufer auf B4 Schach und Läufer auf D2. Und hier der Rückzug des Läufers, Läufer auf D6. Diesen Rückzug, den haben bereits Ruslan Ponomariow und Michael Adams zur Genüge gespielt und er ist auch sehr bekannt. Es geht weiter mit Läufer auf G2, Springer BD7 und dieser Springerzug, der soll sehr wahrscheinlich den Bauernzug nach C5 provozieren. Und ich nehme einfach mal an, dass die Idee danach ist, kurz zu rochieren und mit den Bauern irgendwann nach vorne zu kommen und das Ganze hier aufzubrechen. Also das könnte die Idee sein. In der Partie, da ging es allerdings weiter mit der kurzen Rochade von Weiß, der kurzen Rochade von Schwarz und die Dame ging nach C2. Es sind alles ganz normale Eröffnungszüge, es passiert hier noch nichts und Iwanschuk zog hier den Bauern nach C4. Und wir sind jetzt hier in einer normalen Variante drin. Und warum normale Variante? Also normalerweise, da wird hier erst der Zug C7, C6 gespielt und dann erst kommt der Läufer auf das Feld D6. Wir haben hier eine Variante erreicht durch Zugumstellung. Weiter ging es mit Springer auf C3 und nun D schlägt C4. An dieser Stelle zog Kramnik einen neuen Zug und zwar den Turmzug Turm F auf D1. Eine schlechte Idee wäre es, hier direkt E4 zu spielen. Das sieht zunächst einmal gut aus. Zwei Bauern im Zentrum, aber das wird direkt ausgekontert von Schwarz durch E5. Und ich denke, Schwarz hat hier alle Eröffnungsprobleme gelöst. Ebenfalls möglich ist hier auch der Zugläufer auf G5. Das wurde schon ein paar Mal gespielt. Und manchmal sah man auch, dass Weiß den Turm A auf D1 stellte. Aber Kramnik zog hier Turm F auf D1. Weiter ging es mit Dame auf C7, Springer auf G5, Läufer auf E7, A4. Sehr interessant. Er soll wahrscheinlich den Zug B5 verhindern. Weiter ging es mit E5. Und jetzt ein sehr guter Zug von Kramnik A5. Und an dieser Stelle schlug Iwanschuk den Bauern auf D4. Die Stellung ist schon scharf, es ist sehr, sehr taktisch und es gab sogar noch eine weitere Möglichkeit, noch mehr Taktik in die Stellung reinzubringen, und zwar durch den Turmzug nach D8. Das wäre eine weitere Möglichkeit gewesen, aber der Bauernzug E schlägt D4, der ist vollkommen ausreichend und Kramnik antwortete mit dem Läuferzug nach F4. Hier sollte die Stellung bereits ausgeglichen sein. Allerdings hat Kramnik mit den weißen Steinen hier wesentlich bessere Chancen, auf den vollen Punkt zu spielen. Also Schwarz muss hier schon richtig aufpassen, hat aber noch alles im Griff. Weiter ging es mit Läufer auf D6. Der Turm nimmt den Bauern. Läufer schlägt Läufer, Turm schlägt Läufer und H6. Das greift den Springer an. Alles, wie Sie sehen, forcierte Züge. Springer auf F3. Und an dieser Stelle zog Iwanschuk einen sehr riskanten Zug und zwar B5. Weiß hat hier definitiv die Partie unter Kontrolle, hat die Initiative und Schwarz hätte diese Initiative sehr einfach neutralisieren können durch beispielsweise den Zug Springer auf C5. Und wenn nun der Turm auf C4 nimmt, folgt Springer auf A6, B4, Läufer auf E6, greift den Turm an, der Turm geht auf F4, Dame auf E7, das deckt zum einen mal das sehr thematische Opfer auf F6 ab mit dem Turm und gleichzeitig greift es den Bauern auf B4 an. Weiter könnte es gehen mit Turm auf B1, der Bauer kann gedeckt werden und Springer auf C7. Hier sollte die Stellung definitiv im Gleichgewicht sein. Schwarz hat nichts zu befürchten und Weiß auch nicht. Kurz anmerken möchte ich, anstatt Turm B1 kann Weiß natürlich auch den Bauern einfach vorziehen, aber das wäre vielleicht ein Fehler, denn der Springer, der geht einfach auf das Feld B4 und hat die Möglichkeit, auf das tolle Feld D5 zu kommen. Also
Da steht dann Schwarz schon einen Ticken besser. Aber Iwanschuk hatte eine andere Idee. Er zog es vor, hier in dieser Stellung den Bauern nach B5 zu ziehen. Und Kramnik antwortete direkt mit A schlägt B6. Ebenfalls in Betracht gezogen hat Kramnik den Zug Springer auf D4. Das hat er in der Pressekonferenz gesagt. Und hier hatte er sich folgende Variante angeschaut. Und zwar Schwarz spielt hier A6, Springer schlägt C6, Läufer auf B7. Der Springer gibt auf E7 Schach, der König geht auf H8. Und nun vielleicht nach Läufer schlägt B7, Dame schlägt B7 und Turm auf D1 hat Weiß zwar noch etwas Initiative, aber die schwarze Stellung ist sehr solide und die Figuren stehen positionell sehr gut. Also hier wollte Kramnik nicht hineingehen in diese Variante. Nein, er zog zunächst einmal A schlägt B6. Der Springer nimmt zurück und nun das ganz thematische Turmopfer, Turm schlägt F6. Das war die richtige Entscheidung. Wir schauen uns an, was passiert wäre, wenn Kramnik nun den Springer nach D4 gezogen hätte. Darauf könnte folgen Springer F auf D5. Der wird genommen. C schlägt D5 und E4 und Weiß hat nichts erreicht. Also ganz klar, der Zug Turm schlägt F6. Das war die richtige Entscheidung. G schlägt F6 und hier muss man bedenken, solche Züge, die sind wirklich thematisch. Und wir können davon ausgehen, dass Kramnik in dieser Stellung einiges berechnet hat, aber manchmal spielt man solche Züge auch nach Gefühl. Es ist die Frage, wie weit Kramnik hier schon gerechnet hat. Bestimmt nicht bis zum Matt, aber er hat einen gewissen Vorteil in der Stellung gesehen und das ist für uns sehr, sehr lehrreich. Denn manchmal muss man einfach eine Stellung nach Gefühl spielen und Schwarz könnte mit diesen beiden Figuren nach Muster matt gesetzt werden. Also es ist so ein Gefühl, da ist was drin. Kramnik zog hier Springer auf D4. Er sollte hier in jedem Fall Vorteil haben. Und jetzt Läufer auf D7. Das war die richtige Entscheidung von Iwanschuk. Er muss hier wirklich Only Moves finden, die einzigen Züge. Klar, der Bauer, der war angegriffen durch den Springer und den Läufer. Aber es war die richtige Entscheidung, den Läufer nicht über B7 zu entwickeln. Nein, der Zug Läufer auf D7 ist die richtige Entscheidung gewesen. Weiter ging es mit Dame auf D2. Weiß hatte hier natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Hier greift Kramnik direkt den Bauern an. Und eine andere Möglichkeit wäre es gewesen, zum Beispiel hier den Turm auf A5 zu ziehen. Schwarz würde antworten mit Turm AE8, mit der Idee, den Turm nach E5 zu stellen und einen Abtausch herbeizuführen, was die Bauernstruktur wieder in Ordnung bringen würde. Es könnte weitergehen mit Turm auf H5 und König auf G7. Das wäre, wie gesagt, eine Möglichkeit gewesen, die Kramnik hätte spielen können. Aber auch ein Zug wie etwa Springer auf E4 würde der Stellung gut tun. Also hier hat Kramnik sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt, aber er zog es vor, die Dame nach D2 zu spielen. Weiter ging es mit König auf G7 und hier merkte Kramnik bereits an, dass Schwarz natürlich auch in Versuchung geraten könnte, die Dame nach E5 zu stellen. Und hier gibt Kramnik folgende Variante an: Dame schlägt H6. Auch hier hat Weiß natürlich Alternativen. Es könnte weitergehen mit Dame auf G5. Das ist verbindlich, dieser Zug, der ist auch gut. Dame schlägt G5, F schlägt G5 und Turm auf A5. Laut Kramnik ist diese Stellung etwas besser für Weiß. Allerdings sehe ich persönlich noch keinen so großen Vorteil in dieser Stellung für Weiß. Aber Iwanschuk hat sich natürlich anders entschieden. Er zog ganz einfach den König auf G7. Ich möchte hier betonen, dass Iwanschuk bereits in dieser Stellung schon in arger Zeitnot war und er einige Only Moves finden musste. Die einzigen Züge, die die Partie, die die Stellung halten, die musste er finden. Und ich nehme einfach an, dass König G7 eine ganz natürliche Wahl ist, die wenig Bedenkzeit erfordert. Weiter ging es mit Läufer schlägt C6. Und weniger direkt ist der Zug Turm auf A5. Das wäre vielleicht in der Zeitnot von Iwanschuk die bessere Wahl gewesen für Kramnik, denn dieser Turmzug nach A5, der hält die Stellung komplex und da muss schon
Iwan Schuk viel Zeit investieren, wenn er alles berechnen möchte. Der Zug Läufer schlägt C6, der ist direkt, der ist verbindlich. Und hier hat Iwan Schuk natürlich direkt zurückgenommen mit Läufer schlägt C6. Eine andere Möglichkeit, die auch noch genannt wurde, ist der Turmzug nach D8, also Turm AD8. Und hier antwortet Weiß am besten mit dem Turmzug nach A5. Hier gibt es einige Varianten, die sehr trickreich sind. Auf die möchte ich nicht näher eingehen, denn sie sind dann doch schon eher im Bereich der Computeranalyse. Ich halte mich hier lieber an die Züge fest, die eher aus menschlicher Sicht in Betracht kommen. Und Iwan Schuk nahm, wie gesagt, den Läufer direkt auf C6 raus. Weiter ging es mit Springer auf F5 Schach und König auf G6. Und Kramnik sagte in der Pressekonferenz, dass er bereits hier dachte, ganz klar auf Gewinn zu stehen und es nur noch eine Frage von Zügen ist, bis der schwarze König matt gesetzt wird. Und hier zog Kramnik dann auch schon den Turm nach A5, bringt seine nächste Figur in Angriffsstellung zum schwarzen König. Also er koordiniert seine Figur mit in den Angriff hinein, das ist ganz thematisch und bekannt. Nach beispielsweise Springer auf H4 hat Weiß nichts Besseres als Zugwiederholung, also ein Remis. Und auch nach dem Zug zum Beispiel Dame schlägt H6 Schach, was den König nach draußen treibt. König schlägt F5, Dame H3 Schach. Da gleicht der Zug König auf G6 die Partie ganz einfach aus. Sehr optimistisch wäre es für Schwarz hier mit dem König weiter ins Zentrum zu gehen nach E5. Das ist sehr, sehr fragwürdig, denn da kommt einfach Turm auf D1 und nach Springer auf D5 kann Weiß den Angriff beispielsweise mit E4 fortsetzen und der schwarze König wäre in Gefahr. Also so weit kam es nicht. Kramnik hat hier den Turm nach A5 gespielt und jetzt ganz wichtig, Turm auf H8. Das ist der einzige Zug, der dem weißen Angriff die Stirn bietet. Dame auf G4. Es ist klar, Kramnik will hier weiter Druck machen. Und nun Turm AG8. Wieder ein Zug, den man mit einem Ausrufezeichen versehen kann. Das hat Iwan Schuk in der Kürze der Zeit sehr gut gesehen. Ich möchte hier kurz zeigen, was die weiße Drohung war. Und zwar Dame auf G4. Das funktioniert jetzt nicht mehr mit einem Turm auf G8. Denn der König, der geht nach H7 und sollte die Dame nach H5 gehen und versuchen hier matt zu drohen, dann kommt einfach der Turmzug nach G6. Und das hat Iwan Schuk sehr, sehr gut gesehen. Kramnik hat in dieser Stellung allerdings nicht die Dame nach G4 gezogen, da das ja nicht mehr funktioniert. Nein, er hat nun den Turm auf C5 gespielt. Und weiter ging es mit Dame auf D7. Wieder der einzige Zug, der alles noch so ein bisschen zusammenhält. Sehr, sehr gut gespielt von Iwan Schuk. Aber auch Kramnik, der lässt sich natürlich nicht auf einen Damentausch ein. Nein, er möchte die Spannung aufrechterhalten. Er ist im Angriff und zog die Dame nach F4. Wieder ein sehr guter Zug von Kramnik. Und die Idee von Dame F4 ist es beispielsweise im nächsten Zug den Bauern nach E4 zu setzen und den Angriff weiter fortzusetzen gegen den schwarzen König. Weiter ging es mit H5 und das ist wieder ein Zug von Iwan Schuk, der sehr, sehr gut ist und nicht hoch genug gelobt werden kann. Er hat die Stellung komplett im Griff. Der Bauernzug, möchte ich anmerken, der deckt jetzt das Feld G4 ab. Hier kann die weiße Dame keinen Schach mehr geben und wir fassen zusammen. Iwan Schuk hat sehr, sehr viele Züge in Zeitnot gemacht und es waren die einzigen Züge, die die schwarze Stellung noch irgendwie zusammenhalten konnten. Das muss man Iwan Schuk hoch anrechnen, dass er das alles so genau und präzise aufs Brett zaubern konnte. Weiter ging es mit Springer auf H4 und Kramnik hat bestimmt überlegt, hier nun den Bauern zu opfern, aber das war nur eine kurze Überlegung, denn da nimmt Schwarz einfach auf F5 und Weiß hat nichts. Und laut Kramnik hat er hier bereits schon nachgedacht, in die Zugwiederholung zu gehen, in das Dauerschach, denn Schwarz hat hier immerhin einen Turm mehr und wenn das schief geht, dann kann das für Weiß ganz, ganz böse enden. Also Kramnik zog hier Springer auf H4 mit Schach, der König ging auf G7 und jetzt Springer auf F5 mit Schach.
In Versuchung könnte man auch hier geraten, einfach den Läufer auf C6 zu nehmen. Dame schlägt C6 und nun Springer auf F5, aber hier geht der König ganz einfach auf das Feld F8. Ich möchte kurz zeigen, nach G6, da darf er natürlich nicht hin, da hängt dann die Dame und Schwarz ist verloren. Also er geht nach F8 und dann kommt noch das Schach auf B8, Springer auf C8 und Dame auf B4 Schach und der König geht einfach nach E8. Also hier hat Weiß überhaupt nichts. Das musste Kramnik natürlich durchrechnen. Ich bin mir sicher, die Versuchung war groß, hier gnadenlos noch auf Gewinn zu spielen. Aber Kramnik entschloss sich in dieser Stellung, den Springer nach F5 zu ziehen. Der König ging nach G6 und schauen wir uns an, was passiert wäre, wenn der König nach F8 gehen würde. Hier könnte Weiß dann direkt Schach geben mit der Dame auf B8, Springer auf C8. Aber anders als in der vorherigen Kombination, die so ähnlich aussah, scheint Weiß hier definitiv genug Kompensation zu haben. Wir schauen uns das mal kurz an in einer einfachen Variante, zum Beispiel H4, Turm auf G4, E4, Dame auf B7, Dame nimmt diesmal, Läufer schlägt B7 und F3. Also hier sollte Weiß für die Qualität genug Kompensation haben. Wir gehen zurück. Die Variante geht natürlich noch ein bisschen länger, die kann man sich dann gemütlich zu Hause anschauen. Wir schauen uns an, wie die Partie endete. Iwanschuk zog den König nach G6. Der Springer gibt wieder Schach, König auf G7 und mit dem letzten Zug von Kramnik Springer auf F5 Schach wurde die Partie aufgrund von dreifacher Stellungswiederholung Remis gegeben. Eine großartige Leistung von Kramnik und auch eine großartige Leistung von Iwanschuk. Ich denke, hier haben wir absolutes Weltklasse-Schach gesehen. Was sich hier in der Analyse so einfach anhört, das ist direkt am Brett mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und man kann die Leistung beider nicht hoch genug schätzen. Kommen wir zur siebten Runde.